Guten Morgen. Montag, Tag 27. Ich arbeite schon ein paar Minuten oder eine halbe Stunde und fange jetzt an, aus diesen Metallstreifen eine Arretierungsvorrichtung für unser Hubbett zu bauen. Ich habe jetzt zu der Bohrung, habe ich jetzt eine V-förmige Aussparung geschnitten. Hier ist es schon fertig, hier muss ich es noch fertig machen, aber zeigt sich so besser. Und den nächsten Schritt, den sehen wir am Schweißtisch. Die kleinen Halter sind jetzt fertig. Den habe ich jetzt noch eine Biegung gegeben, wie ihr hier sehen könnt. So. Und zwar sollen die so lang über einen Bolzen, der hier einfasst, das Bett verrutschungssicher halten. Und so lang sollen die sich auch an der Kante vom Bett reinrutschen, dass es hier kein Übermaß mehr gibt und sie dann sich quasi auch in die Dimension nicht mehr bewegen können. Seht ihr gleich beim Einbau besser. So, hier haben wir jetzt unser Arretierungsding. Ihr seht jetzt, wie die Gabel über diesen Bolzen greift. Und hinten ist es direkt an der Platte. Und das gleiche, ich muss hier bloß mit der Schraube immer Licht machen, das gleiche haben wir hier drüben auch. Und muss den mal kurz hinlegen. So. Und hier kann man jetzt noch mit einer Flügelmutter festschrauben, damit sich das hier nicht mehr verrutscht, wenn man fährt. Das ist natürlich nur ein Kann, kein Muss. Aber ich dachte mir, lieber was haben, was man nie braucht, als was zu brauchen, was man denn nie machen kann. Das heißt, wenn man ganz schwere Terrain fährt, kann man unser Bett so ja noch fix verschrauben. Also das ist jetzt hier wirklich verrutschungssicher montiert. Das wird ja noch durch die Führungsseile gehalten. Die sind ja hier von oben runtergespannt. Daran läuft das Bett ja. Quasi beim Hoch- und Runterziehen wird es ja hier geführt, dass es auch nicht ans Fenster ran kann oder so. Und gleichzeitig greift es jetzt hier noch in diese Gabel rein, wo man dann später vielleicht noch mit einer Flügelschraube oder mit so einer Feststellschraube das nochmal verschrauben kann, wenn es mal nötig wäre und man in den Alpen fährt oder in Himalaya. Auf einer Schotterstraße. So, wir bauen jetzt noch weiter und jetzt mit den Seilen gleich voran. Hier ist schon die Rolle montiert. Und dort oben ist schon der Umlenkpunkt. Aber wir haben festgestellt, unsere Seile sind zu kurz. Wir müssen nochmal zwei kurven. Und dann kurven wir, glaube ich, auch gleich neue komplett, weil wir uns eine andere Farbe überlegt haben. Naja, geht gleich weiter, wenn der Jutta Zini mit den Seilen wieder zurück ist. So, meine Freunde, Feierabend gleich. Hier seht ihr jetzt mal diese Gabel, was ich gebaut habe. Und die begrenzt in die Richtung durch diese Wölbung, fasst sich das ein und hier zentriert er sich automatisch. Was habe ich noch gemacht? Danach habe ich noch das Licht hier unten eingebaut, denn wir haben ja Beleuchtung im Bett. Übrigens, also das sieht flacher aus, als es ist. Guckt mal. Also ich habe hier noch ordentlich Platz zum Stehen. Und ich bin ja ein Riese. Oder Michael? Ja, Abzeit, du hast nach vorne und hinten Platz, ne? Ja, das reicht auch. Und dann haben wir hier jetzt unsere Mechanik. Das heißt, dort oben laufen die ganzen Seile lang. Und wir kriegen jetzt mal eine kleine Vorführung. Ich gehe dir mal aus dem Weg. Versuche es für euch mal schön einzufangen. Na denn, los. Abgesetzt. Und dann geh mal in die andere Richtung. Fahrt mal wieder hoch. Das ist mit Absicht, dass man diese ganze Mechanik sehen kann. Das ist gewünscht und gewollt.
Stopp! Reicht schon. Wir haben noch keine Matratze drauf, das heißt, wir können es jetzt noch höher schrauben, als es eigentlich sollte. Dafür ist es natürlich nie gedacht. Zini? Das heißt, wir haben hier unsere vier Seile, die gehen hier unten in die Rolle rein. Hier oben werden sie umgelenkt und gehen dann hier in die Punkte rein. Morgen jetzt weiter, Tag 28. Für heute sind wir erstmal fertig. Unser Hubbett funktioniert. Muss nur noch angeschlossen werden an Strom. Hier dieses Flexkabel kommt später hier unten ran. Und dann haben wir auch Strom da oben drin. Jeder braucht im Bett Strom. Übrigens könntest du da auch eine Steckdose einbauen, ja? Also ihr könntet ja da eine Steckdose einbauen, Ladegerät, alles. Weil da oben ist jetzt Strom. Naja. Naja, wir brauchen Hilfe für den Strom, ne? Ja, wir haben dafür normalen Strom, richtig. Also wir können da aber auch eine Steckdose zur Not einbauen. Zumindest so ein USB-Ladegerät oder so. So ein Untermatratzensteckdose. Untermatratzensteckdose, ja. Ja. Wer weiß, was man noch mit Strom machen kann im Bett. Ich will es ja nicht mehr vorstellen. Also meine Freunde, bis morgen, Tag 28. Schwuppdiwupp, ein paar Sekunden später und schon ist Tag 28 für euch. Wir haben was bekommen, auf das wir schon sehr lange gewartet haben. Wir haben festgestellt, dass unsere Lieferzeit erstmal sehr groß war und dass wir bei der ersten Bestellung irgendwo einen kleinen Fehler drin hatten und die ja nicht losgeschickt wurden. Aber jetzt sind sie da und das sind ANL-Sicherungen. Das sind relativ, also ich verbaue die unglaublich gerne, weil sie relativ simpel zu verbauen sind und weil sie von 30 bis, ich glaube 300 oder so ja mehr Ampere möglich sind. Also ich habe jetzt hier 100 Ampere, die brauche ich für die Batterien, für die einzelnen Blöcke. Dann habe ich, nochmal 100, dann haben wir hier 250, das brauche ich für den großen Wechselrichter. Und dann müssten hier nochmal 30er drin sein, was sind's? Ja, 30, die brauche ich für die Zuleitung von der Lichtmaschine hier hinten. Weil da sind wir bei 17 Ampere, das sichere ich dann mit 30 ab. Weil viele Zuschauer, und darüber bin ich sehr froh, also das gefällt mir besonders gut, vielen ist aufgefallen, dass hier ja keine Sicherungen verbaut sind. Das werden wir jetzt nachholen, beziehungsweise ansonsten baue ich immer gerne die hier ein. Das ist zum Beispiel die Standheizung, dort hat man die Sicherung direkt im Kabel, weil wir ja nicht viele 12 Volt oder 24 Volt Geräte verbauen. Finde ich, ist das besser, als wenn man so einen zentralen Sicherungspunkt macht. Ich zeige gleich, wie ich das mache. Also das geht natürlich bei Großanlagen denn nicht, wenn man jetzt hier eine Lichtanlage mit 12 Volt noch verbaut und ähnliches, dann ist so eine Kabelabsicherung nicht mehr ideal. Aber wenn man nur so ein paar Batterien hat, die dann direkt auf den Wechselrichter gehen, weil ab Wechselrichter haben wir ja unsere Drehstromabsicherung, das heißt dort ist der Sicherungskasten ja dann zuständig und erst davor, also nur davor haben wir dann ein paar Stromflusswege, also nicht allzu viele. Dann finde ich das immer ganz schön, mit diesen ANL-Sicherungen zu arbeiten, die man direkt in die Kabel integrieren kann. Den Wechselrichter muss ich auch noch tauschen, weil wir haben uns entschieden, doch noch eben 300, also 3500er zu nehmen, weil der gewünschte Backofen jetzt von einem 2000 Watt Gerät auf einen 3500 Watt Gerät gewechselt wurde. Und das heißt, ich nehme einen von den 2500ern weg und mache jetzt noch einen 3500er hin. Nur für den Backofen. Deswegen habe ich auch die 250 Ampere Sicherung. Weil der braucht ja, was wird der haben? 180, 200, 200 Ampere, glaube ich. Zieht der. Das heißt, der kann ja auch kurzzeitig ein bisschen mehr ziehen. Und da muss man ja ein bisschen drüber bleiben. Könnt ihr mich heute bei beobachten? Ich gebe wie immer in gewohnter Manier Updates alle paar Stunden. Und hier können wir mal so eine Sicherung verbaut sehen. Das ist unsere Leitung für die Lademöglichkeit über die Lichtmaschine. Das heißt, die Lichtmaschine lädt ja hier, das sind die Fahrzeugbatterien, lädt die Fahrzeugbatterien auf. Und wir zapfen uns hier ein bisschen Strom davon ab und können damit die Aufbaubatterien hinten laden.
Das ist sehr simpel und eine gute Möglichkeit, wenn schlechtes Wetter ist und beim Fahren erzeugt man dann immer ein bisschen extra Energie. Und hier sind die jetzt auch im Fahrzeug verbaut. Das heißt, hier ist der Start der Energie am Minuspol von der Batterie und von dort drüben. Und auch an den Geräten kommt immer separat eine Sicherung dazwischen. Und die sollte einen kleinen Tick größer sein als die Normlast. Die Batterien können eigentlich 200 Ampere, also jede kann separat 100 Ampere abgeben, aber ich sichere sie trotzdem mit 100 ab, weil wenn wir unsere drei Blöcke betreiben, sind die ja sonst mit 600 Watt abzusichern und bei 600 Watt kommt nie wieder eine Sicherung, weil wir so viel ja nicht entnehmen können, außer bei einem absoluten Kurzschlussereignis. Und so belasten wir die Batterien ohne so doll, beziehungsweise, ich meine, Kurzschluss will man ja sowieso nicht einplanen. Das heißt, ich sichere die mit 300 Ampere am Ende ab, also 3 mal 100 Ampere, weil aus den Batterien, schwenk euch mal rum, aus den Batterien wird ja immer gleichzeitig entnommen. Also wenn ich drei Blöcke habe, wie hier, zwei sind schon eingebaut, der dritte, der liegt schon auf der Ladebordwand, den bauen wir noch ein, und ich dort eine Last anschließe, werden alle drei Batterieblöcke gleichzeitig belastet, also mit der gleichen Stärke zur gleichen Zeit belastet. Und unsere Maximalentnahme waren beide Wechselrichter voll ausgelastet 5000 Watt. Das heißt, wir sind bei 280, naja, wir sind kurz unter den 300 Ampere, die denn fließen müssten. Natürlich ist das jetzt wirklich sehr, sehr selten nötig und darauf plant man nicht, aber man sollte halt immer um den Maximalpunkt absichern. Ein kleines Stück drüber, ich so ja meistens ein kleines Stück drunter, damit die Batterie als erstes, also nicht die Batterie, sondern die Sicherung als erstes kommt, bevor die Anlage ausfällt. Weil eine Sicherung kostet 2 Euro, die kann man schnell austauschen, wenn dann der Wechselrichter durchbrennt, das ist natürlich dann ein teureres Spiel. Und hier ist schon die Küche am Entstehen. Währenddessen ich das mit dem Strom gemacht habe, hat Zivi hier schon angefangen, die Küche zu bauen. Hier kommt später der Kühlschrank rein. Hier drüber wird der Backofen installiert. Hier geht so die normale Arbeitsfläche hin. Ja, schon mal für jeden Tag ordentlich was geschafft. Das Hubbett habt ihr ja gestern gesehen. Ich bin schon schön drunter und am Arbeiten. Wenn noch was Neues gibt, zeige ich es euch. Ansonsten jetzt morgen mit 29 weiter. Gleich. So, erstmal erkläre ich was. Und zwar hier musste ich jetzt noch so einen Block dazwischen schrauben, weil sich unsere vier Seile nicht gleichmäßig, logischerweise, auf die Rolle winden. Das heißt, wir hatten ein Seil, was sagen wir mal so ein Finger breit weniger auf die Rolle gekommen ist, weil hier sich dann zwischen zwei drücken konnte. Und damit ist dann eine Neigung entstanden, eine leichte. Leicht, das waren 3-4 cm, wa? Oder so. Also nicht so leicht, 2,5 cm oder so. Und das habe ich jetzt, indem ich den Block dort eingeschraubt habe und die Seile sich wieder so als komplette Z bewegen, verhindert. Jetzt sieht man noch mal schön die Einhakmechanik. Hier ist jetzt diese Flügelschraube, die man festschrauben kann, wenn man das mal braucht. Hier das Führungsseil. Das wird später noch nach unten gelegt, damit wir dann die Lampen anschließen können. Hier auf der anderen Seite genau dasselbe. Im Dunkeln nochmal, wo ihr es nicht seht. Damit ist das Bett erstmal, die Hubmechanik, wirklich komplett fertig. Da ziehen die ja keinen Akkuschrauber selber hat und nur meine Geräte verwendet, muss er dann später mit der Ankurbel arbeiten. Und jetzt seht ihr mal hier, wie sich jetzt als ein Block nach oben bewegt. Also ist eigentlich egal. Da sieht man jetzt, das hier ist zum Beispiel relativ schlaff. Das ist sehr straff, das ist sehr straff.
Und die ziehen das jetzt alles, alle vier Seile in eben Zug, weil ihr müsst euch mal vorstellen, 1 Zentimeter hier ist auch immer, muss sein, das ist halt einfach Umlenkmechanik, 1 Zentimeter dort ist auch 1 Zentimeter hier an dem Seil. Und wir wollen ja eine Gleichmäßigkeit von dem Hub haben, denn das Bett soll ja gerade, ich weiß nicht, wie gut man es jetzt sehen kann, aber es hängt jetzt halt wirklich fast absolut gerade. Und so solltet ihr hier unten stets von der Lehne, da ist es nicht so wichtig. Aber wenn wir jetzt dann hochfahren, solltet ihr auch schön gerade an der Decke hängen. Deswegen musste ich diesen Block dazwischen nehmen. Weil wie gesagt, das hier wäre jetzt schon einen halben Zentimeter länger oder kürzer in dem Fall als die anderen. Und das wäre dann auch mit der Ecke so. Das heißt, die würde dann einen halben Zentimeter tiefer hängen. Und ich kurbel mal weiter. Und der Block bewegt sich immer als eine Einheit. Und das geht hier auch alles super leicht. Das sind halt nur eine ganze Menge Umdrehungen. Wir machen es mit einem Akkuschrauber eigentlich. Oh, falsche Richtung. So. Kannst du mal einmal das Bett betätigen für mich? Damit ich das für unsere vielen Millionen Fans. Ich habe keinen eigenen Akkuschrauber, darf ich mir das mit deinem machen? Du darfst es mit meinem machen, mein Junge. Aber denk dran, langsam. Und jetzt kannst du ja ziehen. So. Das ist eigentlich schon höher als wir können, weil wenn die Matratze später drauf ist, wir haben jetzt von innen hier ein Matratzenmaß mit 20 errechnet, ganz so hoch kann jetzt später ja nicht. Dann kannst du das ja mal ablassen. Also ich persönlich finde, das ist eine richtig geile Mechanik. Die sieht gut aus. Funktioniert schön und hat eine lebenslange Garantie von mir. Sieht genauso gut aus wie du. Ja. Na, das ist ja ein Lob. Da muss ich ja prima aussehen. Also, Tag 28, morgen jetzt mit 29 weiter. Wir machen noch ein paar Kleinigkeiten. Küche ist auch noch ein bisschen weiter. Zeige ich euch auch noch mal ganz schnell. Küche auch ein bisschen weiter. Morgen jetzt in Küche und dem Rest wieder voran. Tag 29. Genau, dann mache ich das morgen einfach genauso. Weil heute habe ich den Griff angebaut. Und hier habe ich die Pumpe von der Standheizung schon installiert. Das Kabel muss ich noch ein bisschen straffer verlegen. Aber zu kurz ist immer viel schlechter wie ein bisschen zu lang. Drinne habe ich, wie ihr seht, die Bettunterbeleuchtung drin gebaut. Das heißt, ich fahre euch erstmal das Bett hoch, dass wir was sehen. Meine Freunde, das heißt, der Zini hat jetzt hier unter seinem Bett die Beleuchtungsanlage. Habe ich über dieses Stretch-Kabel heißen die in Englisch, ich weiß nicht mal, wie die in Deutsch heißen, scheiße. Also über diese Kabel gelöst, indem wir wirklich normal Strom da hochführen, um die Lampen zu betreiben. Das sind so eine 5 Watt LED-Lampen. Also da liegt nicht viel Spannung an. Aber das reicht ja, wenn man jetzt hier dann später einen Tisch hat, an einer Tischschiene, dann hat man hier einen wunderbaren Sitzplatz.
Und die Jungs haben heute richtig viel geschafft. Die haben ja bei der Küche sehr viele Teile wieder zugefügt. Ihr habt ja gestern gesehen, da war die eine Seite nur fertig. Jetzt ist noch die ganze Ecke schon fertig. Also geht hier auch stramm voran. Ich habe mich um die Standheizung gekümmert. Aber bin immer noch nicht ganz fertig. Es geht morgen weiter, Tag 30. Tschüss. Tag 30. Ich mache an der Heizung weiter, beziehungsweise ich baue die jetzt final ein. Ich habe einen Probelauf gemacht. Das sieht man an der Farbe hier vom Auspuff. Und jetzt wird sie fest verbaut. Hier seht ihr erstmal die Trägerplatte. Weiträumig ausgeschnitten. Hier kommen die heißen Abgase raus. Hier wird die Luft angesaugt. Das heißt, die wird eigentlich immer umgeklappt und hier drin gebaut. Und hier ist der Bauraum schon für meine Heizung. Und zwar ist hier hinten der Schacht für die Ansaugung. Das ist ja kalt. Deswegen ist hier auch so ja noch die Originaldämmung zu sehen. Das ist die Styrodurplattendämmung. Und hier hinter dem Blech, fummelt noch ein bisschen weg, man sieht das schon, ist nur noch Glaswolle. Also ich habe hier alles ringsrum komplett weiträumig nur mit Glaswolle ausgestopft, damit das temperatursicher ist, weil Styrodur ist ja nicht hitzefest und Glaswolle ist bis 1000 Grad hitzefest. Und diese Blechverkleidung hält mir das halt alles hier weg von dem heißen Auspuffrohr, was hier rausgeführt wird. Der Rest von dem Raum wird auch immer ungedämmt bleiben, weil ich möchte, dass hier die Wärme abziehen kann. Und wenn ich hier anfange, noch Glaswolle auszustopfen, auch diesen Bereich, dann staue ich die Hitze eher, als dass sie weg kann. Und das ist immer ein Problem. Ich zeige es euch gleich, wenn es fertig ist, aber jetzt wird es erstmal zum Mittag. Eingebaut sieht das Ganze jetzt so aus. Das heißt, die Heizung ist jetzt hier in diesem ausgeschnittenen Teil eingebaut. Hier geht denn der Auspuff raus. Und das Ganze zeige ich euch jetzt auch nochmal von unten. Oh, von unten macht das natürlich nicht mehr so viel Spaß. Also. Ich hoffe, das kann man ein bisschen sehen. Man sieht jetzt den Auspuff. Weiträumig ist kein Holz mehr drumherum. Ich ziehe das mal ein bisschen zurück. So, und dann wird der sowieso noch hier hergerichtet. Und ich habe schon eine Stütze gebaut, also geschweißt. Dann lege ich den hier dann befestige. Und dann bleibt dieser ringsrum, dieser Space, alles frei. Damit er halt ordentlich seine Wärme abführen kann und nicht bei uns hier ins Fahrzeug, in das Holz die Wärme übertragen kann. Hier ist jetzt der Dieselschlauch und der Luftfilter auf der einen Seite. Und auf der Seite ist jetzt der Auspuff komplett montiert. Hier ist der Endschalldämpfer. Hier die Strebe hält ihn in Position, weil wir wollen ja die warme Luft hier irgendwo ins Freie entlassen, ohne dass wir irgendwie hier so ein Kabel oder irgendwas beschädigen könnten. Und dann geht hier der Auspuff weiträumig, freistehend. Man sieht so ja von unten die Heizung, drin in die Heizung. Das Gelbe, was man da sieht, ist die Glaswolle, was ich euch von innen gezeigt habe. Und so kann der keine nennenswerte Hitze in das Holz überleiten. Ich zeig's noch mal ein bisschen von Weitem, weil ich kann ja nicht sehen, ob ihr überhaupt was seht. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt halt einfach eine Sprachnachricht bekommen. Ja, und wenn Sonne reinkommt, dann das ist ja auch nochmal ein ganz großer Faktor. Zum Wohlfühlen, finde ich. So, jetzt will ich euch nicht mehr langweilen. Geht morgen weiter, Tag 30.
Hallo meine Freunde, Tag 31. Ich habe vormittags schon die erste Grundstrebe geschweißt. Ich schweiß die Scharniere schon an für Geländer. Ich werde auch hier eine Systemverbesserung einbauen. Und zwar baue ich das so. Das wäre jetzt, wenn man hinten aus dem Fenster guckt, wäre das die rechte Seite. Und ich lasse die Scharniere offen, dass man denn nach oben oder nach hinten raus das Geländer rausnehmen könnte. Wenn man es mal nicht braucht, weil dann bleibt später auf der Ladebordwand bloß noch diese Lasche. Und ich kann gegebenenfalls das Geländer nochmal abbauen. Ohne Werkzeug, beziehungsweise nur mit ganz wenig Werkzeug. Weil ich werde, damit es nicht rausfällt, weil hier ist der Kipppunkt. Also hier ist der Kipppunkt, werde ich hier einfach eine Imbusschraube reinschrauben. Das heißt, das kann nur in die Richtung rausrutschen, wenn die Imbusschraube rausgeschraubt wird. Und dann muss ich halt eine Schraube lösen und kann das ganze Geländer wieder abbauen. Eine kleine Verbesserung zu meinem Geländer. Ich schweiße das hier eben mal an und eben mal auf der Rückseite. Und das ist halt die Kipprichtung dann. Ich zeige euch, wenn es weiter was zu sehen gibt, den Fortschritt in bekannter Manier. Also bis gleich. So, ich und Zini haben gut zum Mittag gegessen und dann habe ich angefangen hier gleich zu schweißen. Das erste ist fertig. Den Clou davon zeige ich euch, wenn ich Beete fertig habe. Bis gleich. Immer noch Tag 31 und ich bin fertig geworden. Ihr seht jetzt hier das rechte und das linke Geländer. Bauform das gleiche wie bei mir, also die patentierte LKW-Hausbau-Bauform. Ich habe eine Verbesserung vorgenommen, eigentlich so ja zwei. Und zwar habe ich hier unten, also bei mir habe ich die Scharniere zwei in die eine Richtung und eine in die andere, damit er nicht rausrutschen kann. Das heißt, ich muss die Bolzen rausschrauben, um das Geländer abzunehmen. Hier laufen sie alle in dieselbe Richtung und wenn ich diese Imbusschraube rausnehme, kann ich das ganze Geländer einfach nach hinten wegziehen. Warum nach hinten? Wenn die Klappe oben ist, drückt es ja von alleine nach unten. Das heißt, ich habe die Schraube eigentlich nie belastet. Gut, die M8-Schraube würde das auch halten. Das ist die erste Verbesserung und jetzt zeige ich euch das nächste Mal. Hier oben ist eine M8-Innengewinde-Mutter, so eine Einschweißmutter reingemacht. Bei mir habe ich ja diese Ösen für das Kabel noch selber gebogen und geschweißt. Hier machen wir einfach so eine Ringöse, die man einschrauben kann aus Edelstahl drin. Da kann man dann gegebenenfalls auch eine Markise befestigen oder so. Weil da kann man sich ja dann was rinschrauben, um dann oben an diesem Deckel eine Markise zu befestigen. Also die zweite Verbesserung. Ansonsten das gleiche Prinzip wie bei mir. Einfach nur zusammenklappen. Das hier hält hinter der Kante von der Ladebordwand da oben. Also wenn die runtergeklappt ist, der Deckel, hält das dort hinter. Das ist Teil des Patents von meinem Balkon. Und dasselbe hier. Und auch hier das mit der Imbusschraube. Jetzt kommt noch die Diagonale, aber das schaffe ich heute nicht mehr, das mache ich Montag. Damit sich die Kräfte, wenn man also reinfällt, also ist ja jetzt eigentlich nur aufgeklappt. Das stützt sich zwar ein bisschen hier ab, also hier stützt sich das ein bisschen ab, aber das nimmt definitiv nicht die Kräfte auf von einer Person, die darin fällt. Deswegen muss hier noch eine Diagonale hin und wenn das Seil dran ist, zieht ja diese Seite über die Seilkraft an der anderen Seite. Das ist halt das Konzept, dass du sehr leicht bauen kannst und trotzdem jemand darin fallen kann. Des Weiteren, ich gebe mal noch einen kleinen Außenrinnenblick. Man sieht jetzt schon viel besser, wie das hier am Ende wird. Also das Bett ist fertig, die Sitzecke ist fertig. Zini hat heute noch, wir stehen ein bisschen scheiße, hat heute noch die Küche weitergemacht. Und zwar ist da der erste Oberschrank schon dran. Ich gehe mal ein bisschen weg. Also man sieht jetzt schon genau, wie es sein soll. Hier kommt der Kühlschrank drin, Backofen, Oberschrank. Ein zweiter Oberschrank ist gerade im Bau, der kommt auf der anderen Seite drin. Hier unten die Arbeitsfläche plus Unterschränke. Waschbecken ist schon ausgeschnitten. Ich gebe mal einen Rundumblick. Das heißt,
Man hat jetzt schon so ein gewisses Raumgefühl. Zack. Wie die Räumlichkeiten hier sein werden. Unser Hubbett, das habt ihr jetzt ja nun schon zu Genüge gesehen. Die Standheizung habe ich gestern auch noch fertig gekriegt. Ist schon der Deckel drauf und eingebaut. Dort hinten ist das Display. Leider war das Kabel so kurz, oder die sind immer so kurz. Ich hätte es zwar verlängern können, aber wir haben uns entschieden, das Originalkabel bis dort zu verlegen, dass man dort dann das Display hat. Wenn man hier die Klappe runterlässt, hat man dann halt hier die Möglichkeit zu schalten. Ich meine, an und aus macht man es ja sowieso mit der Fernbedienung. Wir warten noch auf den zweiten Wechselrichter, dann kann ich dort noch weiterbauen. Mit der Elektroanlage bin ich ja noch nicht ganz fertig, da kommen ja noch zwei Batterien rein zusätzlich. Dann haben wir 7,5 Kilowattstunden Speicherkapazität. Also geht am Montag, also weil für uns ist heute jetzt hier Freitag, geht am Montag weiter. Ihr seht es natürlich gleich wieder im Anschluss, das nächste Video, Tag 32 müsste das sein. Ansonsten korrigiere ich schriftlich. Kleiner Nachtrag noch, weil ich jetzt eh hier davor stehe. Hier seht ihr mal diese Verriegelungsmechanik, die patentierte. Also, dass das hier ein Balkon werden kann. Und zwar greift diese Zunge hinter den Gummi hier, hinter der Klappe. Und somit arretiert sich das Geländer von alleine, ist fest verspannt, kann sich nicht mehr bewegen. Und braucht keine Verriegelung im Sinne von, ich muss nicht selber machen, weil ich brauche nur die Klappe zumachen. Hier lässt man dann halt logischerweise einen kleinen Abstand, damit es arbeiten kann, die Klappe. Und dann ist das Ganze schon wunderbar eingepackt. Dann kommt hier noch das Fenster dran, ist denn davor, bis hier an den Rahmen, also an den Stahlrahmen. Und schwuppdiwupp hat man einen LKW-Hausbau-Balkon an seinem LKW.